Man sagt ja immer, dass in der Pubertät die Kinder schwierig werden, aber ganz ehrlich, in meinem Fall ist es umgekehrt. Meine Eltern sind total schwierig geworden, ich bin eigentlich noch ganz normal. Mann, meine Eltern sind echt die schlimmsten Psychos! Guten Abend, liebe Eltern. Schön, dass Sie so zahlreich zu dem heutigen Elternabend erschienen sind. Thema, wie erziehe ich meine Kinder? Ich bin Max und mein ganzer Körper ist einfach nicht normal. Ja, der ist zu klein. So. Und wenn du klein bist, dann wirst du nicht gesehen. Und wenn du nicht gesehen wirst, dann gehst du verloren. Alles an mir ist klein. Hier nur mein Kiefer nicht, der ist riesig da. Aber das ist Knochen, das müsste man operieren. Ich bin Jenny und meine größte Angst ist, dass ich nie so werde, wie ich sein möchte. Hallo, ich bin Sophie und das ist mein erster Blog. Ich bin 15, also eigentlich fast 16 und ich habe ein Problem. Das ist Stress, wach von 15, Geschichte über Stress, über meinen Stress, sein Stress. Max hat ein Ungenügend geschrieben. Nein, fuck, scheiße, voll der Abschiffer, das hätte nicht passieren dürfen. Sicher nicht zuletzt auch eine Geschichte über deinen Stress, weil Stress vielleicht das Letzte ist. Versuch für alle gibt es Menschenrecht, dass man gestresst ist. Stress mit sich selber, Stress mit der Zukunft, wenn man kaum mit zur Ruhe kommt. Ich bin Alessandra, ich bin 16 und 4 Monate. Hey, ich find's gerade total langweilig. Alle meine besten Freunde wollen aufs Gymnasium. Also unsere Kinder leiden unter Stress. Stress? Die haben doch keinen Stress, die haben Stress mit denen. Haben Sie schon mal über Ritalin nachgedacht? Ritalin? Ritalin? Nein, scheiße, ich hätte es wissen müssen. Wenn ich jetzt noch ein Ungenügend kassiere, dann wird's knapp. Wie soll ich das wieder gut machen? Ich, okay, was habe ich sonst noch? Ich habe dreimal eine 5, eine 4,7. Und Stress im digitalen Wunderland. Kurz vor dem Untergang, nur Leichen in Verlieren und das Jahre in nur stundenlang. Du lässt mich nie abschreiben. Für eine Freundin finde ich das ziemlich scheiße. Und heute habe ich mich dann in der Prüfung absichtlich so hingesetzt, dass ich nicht auf mein Blatt sehen konnte. Weil ja, ich finde es einfach unfair, wenn sie immer dieselben Noten bekommt wie ich, obwohl sie überhaupt nichts lernt. Du willst einfach immer die Beste sein. Stimmt doch, Sophie, oder? Sie will immer die Beste sein. Ich will immer gut sein. Ich will eine gute Freundin sein. Ich will gute Noten haben, aber ich will keine Streberin sein. Ich will cool sein. Ich will sexy sein. Ich will schön sein. Ich will ganz, ganz sportlich sein. Ich will die Beste sein und die Allertollste. Ich muss immer gut sein. Ich muss immer die Beste sein. Ich muss immer top sein. Dabei bin ich einfach nur müde. Aber ich darf nicht müde sein. Das passt nicht zu meinem Alter. In meinem Alter ist man nie müde und will immer gut sein. Stress mit der Frau, wer man ist und wie man ist. Hallo Leute, ich bin Seid, ich bin 16 und ich hab mir ein paar Posen ausgedacht für Partys und so. Wer man ist, Angst, dass alles gibt, gleich niemand bist. Und dann hier, ich komm näher, die Hand groß machen, ja? Das sieht dann nach Kraft aus. Und dann ganz wichtig, das Gesicht. Das Gesicht sagt, leck mich. Das ist Stress, Faktor 15, Geschichte ohne Logik, eine alltägliche Geschichte, das 100.000 davon gibt. Ich lerne die ganze Zeit. Ich mache die Hausaufgaben, dann mache ich noch die Zusatzaufgaben, die meine Mutter aus dem Internet downloadet. Dann noch Chinesisch, Englisch, Klavier. Meine Mutter möchte, dass ich auch noch Russisch lerne. Geschichte von vier Freunden, wo wir das letzte Mal fräsieren. Doch ist Angst vor der Luft, das Hose geht mit dem Baby. Also ich will unbedingt meine eigene Show haben. Und dann will ich Interviews machen mit Johnny Depp, mit The Cooks, mit, keine Ahnung, in Paris, in London, auf Englisch, auf Französisch. Und ich kann dann auch ganz gut Englisch, ja? Ihr müsst gar nicht so lachen. Ich kann das schaffen, wenn ich das will. Ich weiß es. Ich will einfach die ganze Welt sehen. Jeden Tag hast du zwei Möglichkeiten. Nur wenn was passiert, doch selber entscheiden. Alle werden anders, nur ich bleibe, wie ich bin. Alle werden neu, nur ich bleibe zurück. Und auch wenn ich erwachsen bin und einen Job habe, bin ich immer noch ich. Kinder brauchen Liebe zum Wachsen. Die Frage ist auch, kommen wir als unbeschriebenes Blatt zur Welt?